Ciao Bambini! Moin Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Volker, euer Koch aus dem PH, aus dem Pestalozzi-Haus in Düsseldorf und wir kochen heute Polenta. Für die Polenta brauchen wir ganz gewiss Milch, Sahne, Muskat und Salz. Natürlich Polenta. Ferner brauchen wir noch ein paar Kräuter, gute Kräuter, ein bisschen Dekomaterial, als Variante grünen Spargel, noch mehr Dekomaterial, eine Zehe Knoblauch, Parmesankäse und wer möchte, kann noch ein bisschen Bacon mit dran machen. Und bevor ich es vergesse, wir brauchen auch noch eine Sauce Bernaise. Als Material haben wir heute ein großes Messer, ein Schälmesser, ein Topf für die Polenta, eine Waage und eine Schüssel für die Polenta zum Abwiegen. Wir werden ungefähr von 200 bis 250 Gramm Maisgrieß, also Polenta-Grieß, eine Polenta kochen. Das Ganze geht auf ungefähr 1 bis 1,5 Liter Milch bzw. Milchsahne. Und zum Abfüllen und später überbacken und anrichten brauchen wir kleine ofenfeste Förmchen. Ich habe meine ofenfesten Förmchen jeweils bei Aldi gekauft, denn dort gab es ab und an Käsefondue für die Mikrowelle. Und das eignet sich dann ganz gut. Diese Schälchen habe ich aufbewahrt, da kann man auch später schön Creme Brûlée drin machen. Oder andere kleine Portionen überbacken oder einen kleinen Obstsalat drin anrichten oder. Ich habe die aufbewahrt, weil ich die echt cool finde und für solche Sachen nehme ich die immer wieder gerne. Als Vorbereitung ist eigentlich nicht so viel zu beachten. Wir brauchen einfach nur eine Zehe Knoblauch. Da ist schon eine rausgefallen. Den Rest können wir weglegen. Die Knoblauchzehe schneide ich fein. Zap, zap. Als nächstes nehme ich mir den grünen Spargel und schäle den, aber beim grünen Spargel braucht man gar nicht so viel schälen, nicht wie beim weißen Spargel, da fängt man immer oben am Kopf an und zieht alles runter. Der grüne Spargel reicht, wenn er hier unten ein bisschen geschält ist. Es geht nur darum, dass es nicht so holzig ist. Manchmal ist die Schale holzig. Und ich schneide auch noch ein Stückchen. Ich schneide noch ein Stückchen unten ab und damit ist der grüne Spargel eigentlich soweit vorbereitet. Wenn der Spargel geschält ist, kümmere ich mich noch ein bisschen um die Deko. Ich habe hier wieder meinen Frühlauch, muss noch ein bisschen sauber gemacht werden. Ich habe ihn gewaschen, dann schneide ich den Strunk unten ab. Manchmal kann man auch, wenn das erste Blatt nicht so schön ist, das einfach hier mal abziehen und dann hier mit unten noch den Frühlauch ein bisschen pellen. Und dann möchte ich hochdekorative Streifen haben. Das heißt, ich lege mir den Frühlauch auch ganz, ganz schräg und schneide mit einem möglichst scharfen Messer ganz, ganz schräg möglichst feine Stücke ab. Dass es dann hinterher ein bisschen aussieht wie so Ellipsen, aber möglichst fein. Fein wie Gras. So, damit ist die Vorbereitung auch soweit durch und damit können wir direkt abgehen zum Kochtopf.
Hier am Herd angekommen, bereiten wir den Topf vor. Wir wollen jetzt gleich Milch und Sahne aufkochen. Milch und Sahne brennen aber immer schön an im Topf. Deswegen gibt es da einen kleinen Trick. Wir machen den Ofen an und tun als erstes einen Schluck Wasser in den Topf. Nicht viel, einfach, dass der Topfboden bedeckt ist. Und wenn das dann kocht, dann geben wir erst die Milch drauf und die Sahne. Das hat den Vorteil, dass Milch und Sahne nicht erst mit dem kalten Kochtopfboden zusammen erhitzen müssen und dadurch dann anbrennen, sondern es kommt dann direkt auf diesen vorgewärmten heißen Boden. Es bildet sich eine, keine Ahnung, durch das Sieden direkt so eine Art Schutzschicht. Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Es klappt aber, indem man vorher ein bisschen Wasser aufkocht und dann erst die Milch reingibt. Man muss sowieso am Ende rühren wie Hulle, weil es ja Polenta ist. Und Polenta, der Maisgrieß, ist ja sehr stärkehaltig. Und alles, was stärkehaltig ist, setzt natürlich am Boden an, wenn man es nicht rührt. Während jetzt unser Wasser anfängt zu kochen, gibt es noch einen kleinen Workaround. Ich hatte ja vorhin den Bacon erwähnt. Den werde ich jetzt auch vorbereiten, habe aber keine Lust, mir noch eine Pfanne rauszuholen. Denn ich möchte gerösteten Bacon haben als Deko. Diesen lege ich mir auf den Teller, schön getrennt voneinander. Dürfte jetzt nicht lang dauern, dann müsste gleich mein Hund ankommen, weil er den Bacon gerochen hat. Und diesen Bacon stelle ich nun in die Mikrowelle. Ja, ich koche auch mit der Mikrowelle. Und zwar gebe ich für diesen Bacon ungefähr mal 2,5 Minuten und dann gucken wir mal. Es gibt noch einen anderen netten Workaround mit der Mikrowelle, und zwar kann man auch in der Mikrowelle Spargel kochen. Kleiner Lifehack am Rande. Frischen Spargel mit heißem Wasser übergießen, ein bisschen würzen und dann ab in die Mikrowelle für 3 Minuten knapp. Jetzt einmal zurück hier an den Herd. Das Wasser kocht, bevor es verkocht ist und der Boden wieder blank ist, gebe ich die Milch rein in den Topf. Jo. Und Sahne. Ja, da ist noch was übrig. Also ich habe nicht die gesamte Sahne genommen, aber ein bisschen darf dran. Ich würze mit Muskat ein bisschen. Zack, rein damit. Der Knoblauch kommt rein. Und ich salze das Ganze schon mal ein wenig. Der Bacon ergibt schon Geräusche ab in der Mikrowelle. Blubbert schon vor sich hin. So, ich guck mal, nach 1,5 Minuten sieht das Ganze schon so aus. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich werde aber noch ein bisschen weiter Gas geben in der Mikrowelle, denn ich möchte den kross haben. Ja, interessant, dass das in der Mikrowelle geht, ne? Hier müssen wir jetzt warten, bis die Milchsahne warm wird bzw. anfängt zu kochen. Und dann geben wir die Polenta drauf und verrühren das. Nochmal kontrollieren. Ui. Ich glaube, so kann man es lassen. So kann man es lassen. Hier ist jetzt noch jede Menge Fett drauf. Kann man dann abgießen. Aber der Bacon, wenn er jetzt gleich kalt wird, wird dann hart und dann kann man den auch als Deko knusper mit an die Polenta geben. Was kommt noch zur Milch? Ah, da ist auch mein Hund. Hallo? Na, hast du den Bacon gerochen? Na, komm mal her, Cyber. So, das ist Cyber. Also, zur Milch geben wir noch dazu die frischen Kräuter, Rosmarin und Thymian. Kann man auch hinterher wieder rauspflücken, wenn man möchte. Die sind dazu da, einfach um diesen mediterranen Geschmack abzugeben. Apropos mediterran, Knoblauch ist drin, alles wird gut. Da ich das Ganze gleich nochmal kurz überbacken möchte, mache ich schon mal den Ofen an. Stell den auf ungefähr 200 Grad. Polenta wiege ich jetzt mal ab. Joa, schon einiges. Sollte man nicht unterschätzen. So eine Polenta, die zieht hinterher unheimlich an.
das Bild unheimlich. Das macht relativ dick. Und ich möchte sie auch relativ dick haben, damit sie eine feste Polenta ist. Ich will keinen Polenta-Brei haben, sondern quasi eine schnittfeste Polenta. Also habe ich jetzt knapp 230 Gramm. Das sollte bei diesen etwas weniger als anderthalb Litern Flüssigkeit ausreichend sein. Ich habe heute den Greenscreen mal ausgemacht, weil ich heute so viele grüne Sachen habe. Und wenn ich diese grünen Sachen dann mit Greenscreen oder mit Chroma Key bearbeite, dann seht ihr die ganzen Sachen nicht. Das heißt, ihr würdet den Spargel nicht sehen, ihr würdet den Frühlauch nicht sehen. Und deswegen habe ich mal hier meine grüne Wand einfach so gelassen, wo sonst immer eine Durchsicht ist. Aber ich kann mal den Chroma Key anschalten. Chroma Key, zack. Dann kann ich euch nochmal zum Vergleich den Spargel zeigen. So. Der Spargel sieht jetzt so aus. Geht aber, ne? Ne. Also er ist sehr durchsichtig, sehr fadenscheinig, das Ganze. Auch hier. Auch der Lauch hat jetzt so eine leichte Metalloptik. Ganz nice. Auch der geschnittene Lauch. Sieht man gar nicht da drin. Nice. Oh, da drüben kocht es schon. Das schalte ich jetzt mal runter, damit mir das nicht sofort überkocht. Jetzt fängt es an zu blubbern. Wenn es blubbert, dann kommt es auch direkt hoch. Zieh es ein bisschen vom Herd runter, damit es ein bisschen weniger Energie von unten kriegt. Warte noch einen kleinen Augenblick, damit noch ein bisschen die Kräuter ausgekocht werden. Die Kräuter hole ich raus. Jetzt rühre ich die Polenta ein. Die kann man auch, glaube ich, ganz gut mit einem Schneebesen machen. So. Schnell, schnell, schnell. Genau, mit einem Schneebesen ist es besser. Schön langsam, nicht alles auf einmal. Das wird auch schon dicker. Das heißt, wenn ich das jetzt noch ein bisschen weiter koche, oder muss ich gar nicht weiter kochen, ich schiebe es ja eh noch in den Ofen. Also, jetzt hole ich das runter vom Herd. Blubbert immer noch. Vorsicht, wenn das so dickflüssig ist und blubbert, ist es wie so eine Lava, die da so hoch blubbt. Und manchmal hat das auch so einen Auswurf wie Lava. Und wenn das dann auf die Haut kommt, das ist extrem heiß, das Zeug. Und ja, schlimm, schlimm, schlimm. Dann füllen wir mal um. Hat so ein bisschen Backe-Backe-Kuchen-Charakter. So, umgefüllt. Damit sind wir hier am Herd soweit fertig. Alles aus, Ofen heizt noch vor. Gehen wir nochmal eben rüber. Jetzt kommen wir nämlich zu dem grünen Spargel. Und zwar überbacke ich die Polenta mit dem grünen Spargel. Das ist jetzt eine Glaubensfrage. Man kann, wie ich vorhin schon mal habe durchblicken lassen, den Spargel auch relativ schnell in der Mikrowelle kochen. Ich habe diesen Spargel, den grünen Spargel, roh gelassen. Ich lasse grünen Spargel meistens roh, weil ich den zum Beispiel gerne gegrillt, gebacken oder angebraten mag. Der ist relativ schnell gar und ich mag es natürlich, wenn die Gemüse oder der Spargel noch so einen Biss hat. Da das jetzt kein klassisches Spargel-Kochgericht ist, ist das hier ratsam, wenn man den roh lässt. Ich schneide mir ein paar von den Köpfchen ab, nur für die Präsentationsteller, halbiere die Köpfchen und dekoriere so ein bisschen meine Polenta aus. So, so oder so ähnlich. Ihr seid da bestimmt auch kreativ. Ja, so kann man es machen. So. Wenn jetzt alle Schälchen schön mit Spargel ausgekleidet sind, kommt die Sauce Bernaise drüber. Ich habe auch schon öfter mal eine Sauce Bernaise selber gemacht. Dafür gibt es dann wahrscheinlich mal ein anderes Tutorial. Aber im Moment tut es die gekaufte auch ganz gut. Ersatzweise kann man natürlich auch Sauce Hollandaise nehmen. In der Bernaise sind dann aber noch ein paar Kräuterchen mit drin. Ansonsten ist die Basis die gleiche.
Und dann geht der ganze Spaß in den Ofen. Wir sind soweit fertig. Der Ofen ist vorgeheizt. Das Ganze geht jetzt für knapp 20 Minuten in die Röhre. Auf mittlerer Schiene. So sieht es dann aus. Okay, und während die Jungs dann jetzt, oder Mädels, im Ofen vor sich hingaren, kann ich ein bisschen aufräumen. Sind jetzt knapp um. Die Bernaise hat Farbe genommen. Der Spargel müsste jetzt auch gegart sein. Dann kommt das Ganze mal wieder raus. Ich habe mir hier ein Blech hingestellt, weil ich gerade keine Untersätze habe. Das Brett ist aus Kunststoff und wenn ich jetzt das andere heiße Blech aus dem Ofen da drauf stelle, würde das schmelzen. Das wollen wir ja nicht. Sehr nice. Oh, das riecht auch herrlich. Das sieht so nice aus. Das sieht ja schon mal wirklich fantastisch aus. Ich glaube, das kann man auch so präsentieren. Von der Menge her ist das jetzt ungefähr 150 Milliliter von der Polenta. Jeweils ein bis zwei Stangen Spargel. Und ein kleines bisschen von der Bernaise. Das ist eine gute Portion. Es ist auch nicht unbedingt notwendig, dass man das mit Spargel überbackt. Das ist, man kann es auch ganz einfach mit normalem Käse überbacken oder mit herzhaftem Käse oder mit einem leckeren Brie oder einem Camembert, wer es ein bisschen kräftiger mag. Was auch immer gut geht, ist mit Feta-Käse und, und. Also Möglichkeiten gibt es da richtig viele. Jetzt nehme ich mir das, das ist hier mein Vorzeigetellerchen, soll es ja werden, und das dekoriere ich jetzt mal ein bisschen aus. Dann zeige ich euch, wofür ich mir den Bacon gemacht habe. So, einmal das, dann kommen hier natürlich diese pfiffigen, frischen Kräuterchen mit rein. Und zwar so, dass sie einigermaßen hoch stehen. Dann kommen hier die Rettichsprossen dazu. So, wir kommen der Sache näher. Und jetzt fragt ihr euch, wofür hat der junge Mann den Parmesan? Das zeige ich euch. Der Parmesan kommt auch noch hinzu, aber nicht gerieben, sondern in so schönen kleinen Streifchen. So. Wunderbar. On top. Nice. Wenn es nicht so verdammt heiß wäre, würde ich es jetzt hochheben. Ich glaube, das wird das Thumbnail. Das sieht richtig gut aus. Oder? Sag doch mal selber. Das kann man auch machen, oder? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen und ihr macht euch und euren Lieben eine leckere Polenta. Helft noch mit weiter, bleibt zu Hause, flatten the curve. Die Schulen machen jetzt langsam wieder auf. Die Friseure haben aufgemacht. Also mal schauen, wo es uns hinführt, aber mit Bedacht und Maske. Und ja, bleibt gesund, stay at home. Ich grüße die Evangelische Jugend Düsseldorf, die EJD. Ich grüße alle meine lieben Kollegen aus dem PH, die ich jetzt auch schon sehr lange nicht gesehen habe. Und ich grüße ganz, ganz, ganz herzlich meine lieben Jugendlichen. Ich vermisse euch auch. Ich würde gerne wieder für euch kochen. Ich hoffe, ihr kocht das auch mal nach. Wenn nicht das, dann was anderes. Ich habe schon den ein oder anderen Zuspieler bekommen von jemandem, der jetzt gekocht hat. Das fand ich richtig cool. Haltet die Ohren steif. Bleibt gesund. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen wunderschönen Kanal. Und wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao. So, wie sieht's eigentlich bei euch aus? Zwar haben die Friseure offen, aber habt ihr denn auch so eine schöne fiese Corona-Friese?